Kommandant. Klingt unendlich viele Geschenke nach einer Betrugsmasche? Ich habe uns nämlich gerade unendlich viele Geschenke bestellt. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Aber wenn mir ein Flyer verspricht, endlos viele Geschenke vom Himmel zu werfen, dann kann ich nicht widerstehen. Also mach dich bereit für Himmelsgeschenke. Willst du die echt trinken? Die sind schon ewig abgelaufen. So besser. Oh ja, das gefiel meinem Herz gar nicht. Herzstoß-Energie-Elixier. Nur für die Auslage nicht trinkbar. Okay, das ist dir egal. Du trinkst einfach die nicht trinkbare Dose. Ich wäre nicht der Mann, der ich heute bin, wenn ich mir Getränke verbieten ließe. Das glaube ich dir sofort. Extremer Herzhammer. Erst nach Rücksprache mit einem Arzt konsumieren. Ich war noch nie bei einem Arzt. Damit fange ich jetzt auch nicht an. Da wäre ich mir nicht so sicher. Da kommt ein Geschenk. Auf deiner Karte sind mehr Infos. Von heute ist so kompliziert. Und in meiner Zeit galt die Börse und die Dünse. Geschenke gesichert. Es gibt ein neues Bonusziel. Verteidige das nächste Paket. Kommen weiterhin neue Geschenke. Herzinfarkt Energieschlag. Schlag deinem Herz in die Fresse mit dieser tropischen Explosion? Das geht direkt ins Herz! Es funktioniert! Mein Herz! Es wächst! Ray? Ich glaube, ich komme hier nicht klar! Das ist ein Bingo! Steht eine Warnung drauf. Einfach nur, tust nicht. Warum trinkt er das? Warum trinkst du das? Block hat mir gezeigt, wie wichtig Großzügigkeit ist. Und wenn mein Herz nicht viel größer wird, dann lerne ich es nie. Oh Mann, okay. Zeit fürs Krankenhaus. Du nimmst deinen Kopf und ich die Füße. Können wir tauschen? Auf keinen Fall.
einfach den Anweisungen. Wie schwer kann das schon sein? Verteidigt. Es gibt ein neues Bonusziel. Verteidige das nächste Paket. Lass nicht zu, dass die Hüllen die Pakete zerstören!
Geschenkabwurf hat es nicht überstanden. Geschenke. Habe ich verpasst? Habe ich Weihnachten verpasst? Nein, aber dein Herz ist jetzt 5-mal so groß wie vorher. Juhu. Das ist extrem schlecht für dich. Das bedeutet, dass ich mich verändern kann. Vielleicht. Es heißt aber auch, dass du eine Weile lang im Bett bleiben musst. Werde ich die Weihnachtsfeier verpassen? Mehr oder weniger. Aber keine Sorge, wir kümmern uns schon darum. Achtung, Heimatbasis! Es ist wieder die schönste Zeit im Jahr. Wenn manche von uns laut und fröhlich Weihnachten feiern und alle anderen es irgendwie über sich ergehen lassen. Wie auch immer ihr euch den kalten, dunklen Winter erhält, ich wünsche euch alles Gute. Und ich hoffe, dass ihr mir helft, den hellen Schein der Lichter zu jemandem zu tragen, der unsere Hilfe braucht. Wir alle kennen Oberknackers Exzentrik. Seine ständigen Drohungen, seine Bemühungen, eine faschistische Ho-Ho-Hologarchie zu errichten. Aber dieses Jahr hat Oberknacker eine Bombe unter der Heimatbasis gelegt und uns dann nicht in die Luft gejagt. Also wenn das kein weihnachtliches Wunder ist, dann weiß ich auch nicht. Deshalb lasst uns rausgehen und die Nacht mit Musik erfüllen, damit er weiß, dass wir an ihn denken.